Siehst du? Das ist Beinhard, Amayas Partner. Opa, Amaya braucht keinen Partner. Sie ist eine starke Frau. Außerdem wirkt er irgendwie etwas unterentwickelt. Ja, vielleicht. Was ist das denn? Feen. Irgendwo mussten die ja vorkommen. Vielleicht war die Geschichte ohne sie besser. Hab ich erzählt, dass die Kobolde in den Höhlen auf Ratten geritten sind? Nein. Aber was hat das für einen Sinn? Und Wentys Lied. Wie konnte ich nur Wentys Lied vergessen? Er sang es für Alexander bei ihrem ersten Treffen. Ein Lied hätte das Kapitel zu sehr in die Länge gezogen. Ja, Knuddeln kommt von Herzen. Ein Kunstwerk wunderschön. Doch knuddeln kann gar jeder, ja, das wirst du gleich schon sehen. Knuddeln ist ganz einfach, befolg du nur mein Rezept. Zuerst fass ich dich, tu es mir gleich, verbieg mich nicht wie Brezelteig. Ich drück dich an meinen Bauch, zieh dich nicht so, das kannst du auch. Augen zu und zähl bis drei, ach, das ist doch einerlei. Vergiss den Schweiß, ich bin halt groß, drück mich kurz und lass dann los. Nicht schmiert so gut das Getriebe, zehnmal Freundschaft, einmal Liebe. Ob platonisch und romantisch oder komisch und dramatisch, wohlgesonnen oder tantrisch, Knuddel ist rein biologisch. Denn es kommt aus deinem Herz, 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 Bauch, 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 Herz und Bauch, Bauch und Herz, Herz und Bauch, Herz und Bauch. Jetzt knuddel mich. Oh, und da war noch ein Rätselraum im Eislabyrinth. Ich dachte, er sei zu schwierig zu verstehen. Aber vielleicht täuschte ich mich. Ich musste irgendwie alle zu den Schaltern bringen. Oh, und es gab noch eine versteckte Wetzelwolfhöhle. Und habe ich erzählt, wie ich auf den Brücken Trollen geritten bin und von meinem Zauberkampf Opa. Mit den Geflügelten? Opa. Hör auf! Deine Geschichten sind perfekt. Sagtest du nicht, Geschichten sind nie zu Ende, sondern werden nur nicht weitergeschrieben? Ich werde sie ausbessern. Wir
Wir kamen gleichzeitig nach Daventry, aber dieser Baum sollte wie mein Vermächtnis über mich hinauswachsen. Ich hatte die Sicherheitsvorkehrungen am Hintertor verbessert, damit kein Wetzelwolf hereinkam. Das Schloss war aus seltenem Chrom aus den Höhlen von Serenia und man brauchte mehrere Schlüssel. Ich wusste natürlich nicht mehr, wo ich sie versteckt hatte. Als ich jünger war, schien mir jede Tür offen zu stehen. Aber als ich älter wurde, schloss ich eine nach der anderen. Tja, auch verschlossen. Dann bleibt mir nur eine Wahl. Um den Ofen herum waberte noch der Duft von Sternbeeren. Der Laden war wohl noch nicht verkauft worden. Es roch noch nach Backwerk im Ofen. Ein paar Kostproben wären nicht schlecht. Mein Schloss! Ich lief heim, um zu sehen, ob alle in Sicherheit waren.